Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Ich habe mein Langzeitprojekt für diesen Monat, April, schon fertig. Ich habe meine 5000 Stiche geschafft. Ich habe sogar ein bisschen mehr gemacht. Schaut mal hier, so sieht das dann auf dem Pattern Keeper aus. Das Grüne ist alles noch, was ich weiß, alles, was noch weiß ist zum Sticken. Und hier an der Seite ist jetzt ganz neu, kann ich gucken, wie viel 33.410 Stiche. Und wenn ich hier oben drauf drücke, habe ich dann die andere Reihenfolge. Na, mit dem Zeichen, das erste Zeichen brauche ich nur noch 6, beim zweiten brauche ich nur noch 8 und so weiter. Habe schon ganz viele Symbole, die unter 100 sind. Ja, was soll ich sagen? Es hat richtig viel Spaß gemacht. Ich habe versucht, die Oberlippe, die Abgrenzung und hier von der Unterlippe die Abgrenzung einzusticken. Und das ist hier das Schwarze. Hier fehlt noch ein bisschen Schwarz und hier kommt diese ganze rote Sache noch. Hier noch. Also man sollte nicht glauben, was hier alles an Konfetti ist. Ich hatte hier probiert, das hier mal komplett zu sticken. Und trotzdem sind überall noch einzelne Sachen dabei. Schaut euch das doch mal an. Ja, was soll ich euch sagen? Es hat wirklich, wirklich Spaß gemacht. Und ich habe das Bild dann auf meine Couch gelegt und das sah so, so genial aus vom Weiten. Ich hatte das letzte Mal das Auge gemacht und der Mund, das wird dann zusammen aufgehangen. Auge und Mund nebeneinander. Die beiden haben ja, ist ja von derselben Künstlerin, die beiden haben ja dasselbe. Fast identisch, nur dass hier das Auge ist und hier gehen ja diese Streifen lang runter. Hier unten wird noch mal Konfetti. Ich sag's euch, Konfetti ohne Ende. Ich zeige euch das mal. Das Grüne ist also das Weiße, was ich noch sticken müsste. Und dann sind immer hier dazwischen hier drei Sterne, eine 2, eine 4, eine 3. Wahnsinn. Wahnsinn. Ich glaube, das wird dann meinen letzten Nerv rauben. Ja, aber ich habe ja nun 5000 Stiche, 5050 gemacht. Es ist gut zu schaffen, muss ich sagen. Ich bin zwar jetzt ein bisschen eher fertig, aber dafür habe ich dann Zeit fürs nächste Bild. Man weiß ja nicht, was noch alles so kommt. Und der Sommer kommt ja auch noch. Und deshalb werde ich jetzt gleich das nächste Projekt ziehen. Butterfly und Lotus. Das ist auch ein Bild von Gecko Rouge. Ich schaue mal, ob ich es gleich finde. Ich habe ja meine Gecko Rouge hier Kiste hier. Ah, ja. Oh, das ist das Schöne. Da freue ich mich. Ich werde das mal zur Seite legen. Und wir schauen uns das mal an. Und Butterfly und Lotus. Das sind die Garnkarten von Gecko Rouge. Also damit ihr mal die Farben seht. Oh, dieses Türkis und Und hier ist der Stoff. Ja, ich habe noch nicht überall
Man sieht es gleich, dass es hier ganz schön am Rand, da muss ich unbedingt den Klebestreifen weitermachen. Ja, das wird also ein längliches Bild. Ich hole euch mal ran und habe über diese Breite hier schon rechts und links gestickt und werde dann nach unten sticken. Ihr seht, hier sind schon viele Farben geparkt und dann werde ich das von oben nach unten sticken. Ich schaue mal, wie viel ich bis jetzt habe. Butterfly und Lotus. Ja, das war dieses Bild, wo ich ganz wenig Farben nur habe. Das hat nicht richtig. Guckt mal, das, was ich schon gemacht habe, hat fast gar keine Farbe. Das ist alles grau. Und ich habe schon hin und her überlegt und nochmal probiert, aber. Oh, hier geht's los mit 600 Stichen und ganz unten 2342 Stiche. Ich habe 1472 Stiche von 48.000, 3,02%. Und jetzt geht's hier weiter. Ja, das ist nicht so schön hier, dass einige Farben sind drin, aber einige Farben sind halt nicht drin. Ich zeige euch mal das Vorschaubild. Dann sieht man das am besten hier. Die grauen Stellen hat er nicht übernommen. Da ist irgendwas, wer weiß, wie man das machen kann, wäre nicht schlecht. Aber ich habe schon so oft probiert, das nochmal neu zu laden. Nimmt er nicht. Habt ihr sowas schon mal gehabt? So, das ist das Bild. Und ja, da freue ich mich wirklich ganz, ganz doll. Da habe ich wirklich eine schöne Sache gezogen. Das ist nicht ganz so breit und das arbeitet sich schön lang runter. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich mit euch noch ein kleines Stick mit mir mache. Und dann können wir noch mal über das Bild sprechen. Bis gleich.